Johanna, Olli und Lars, darf ich euch in die Mitte bitten, ihr Lieben? Und bei uns darf natürlich nicht der Mann fehlen, der den Schlüssel zu den Noten hat. Hier ist Helmut Zerlin! Lars, die wenigsten wissen es, die Ähnlichkeit ist zwar frappant, aber die wenigsten wissen Bescheid, du bist das Kind von Johanna und von Olli. Und nun hat sich Trauriges zugetragen, dein Hund ist verstorben, die Eltern haben es verheimlicht, versuchen ihn heimlich unter die Erde zu bringen, aber du kommst zu früh nach Hause. Aha. Überraschst die Eltern. Das Ganze wird jetzt aber auch noch von herrlichen Melodien von unserem Helmut begleitet. Und zwar hat das natürlich einen dramaturgischen Grund. Ihr müsst euch ein bisschen in diese Melodien dann ergeben und so, wie er es euch vorgibt, weiterspielen. Der Soundtrack unseres Lebens. Ja, genau. Der Soundtrack eures Lebens. Ja. Das ist jetzt natürlich ein trauriger Abschnitt eures Lebens. Ja. Der Hund ist tot. Ja. Oh nein, der Jackie ist geplatzt. Guck dir das an. Ich hab gesagt, du stopfst ihn zu sehr voll. Ja, und das mit dem, der braucht kein Wasser, war auch nicht so eine gute Idee. Guck mal, den kriegen wir aus dem Sisal gar nicht mehr raus. Das ist ja, sag mal, ich hol mal eine Schaufel. Wir müssen erstmal. Wenn das der Attila sieht, das ist ja, es gibt ja Riesentheater. Das bricht ihm das Herz. Sag mal, machen dich tote Hunde auch immer so scharf? Mama! Papa! Hallo! Na, ihr habt da dieses Lied an. Ja, aber. Was ihr immer hört. Mama. Wenn ich ins Bett gehen muss. Mama und Papa haben sich gleich ganz doll lieb. Und da ist auch nichts unter Mama, was du nicht sehen müsstest. Genau, das ist mein lieber Attila. Moment mal, was ist denn das da? Nix, da ist gar nichts. Moment mal, Mama. Guck mal, neuer Gameboy, guck mal. Nein, Mama, geh mal runter mit deinem dicken Hintern da. Vielleicht Schokolade oder so. Das ist ja. Was ist denn das für ein Schwänzchen da? Jetzt musst du ganz tapfer sein. Ja. Das ist ein Hund. Aber der ist jetzt im Hundehimmel. Da geht's ihm gut. Ja, weil sich Oma mit ihrem Quadratarsch da drauf gesetzt hat. Jetzt ist der Hund leider nicht mehr da. Und verstehst Oma du? Ist ja taub und blind. Du weißt, die kann nichts dafür. Der Drache kommt ins Heim. Andere Geschichte. So, wir kaufen dir einen neuen Hund. Ist doch kein Problem. Wirklich. Einen neuen Hund. Wir kaufen aber einfach irgendeinen neuen. Hör auf zu heulen. Willst du vielleicht lieber Goldfische? Die können nicht so schnell kaputt gehen. Wie konnte die das tun? Mein Gott, der lebt doch! Der lebt doch! Ja! Ja! Mein kleines Hühnchen! Ja, und ich sag dir gleich, was du kannst! Fass! Fass den Biff, Papa! Bist du wahnsinnig? Verrückt! Da lebt er immer noch! Ein Kampf auf Leben und Tod, mein Papa! Das ist ein untoter Hund! Also wirklich, jetzt regt euch nicht so auf. Da war einfach nur der Ventilator dahinter an und das hat sich ein bisschen bewegt. Meine Güte! Aber wie konnte die denn das tun? Das war die Oma, das weißt du doch, das passiert nun mal. Das passiert den Besten, weißt du? Ist halt so. Rauch erst mal eine, dann kommst du drüber weg. Hey, du bist jetzt alt genug, Alter. Verstehst du? Guck mal. Guck mal, als ob er noch lebt. Oh, ist echt Wahnsinn, was wir dir auf der Waldorf beibringen. Meinst du, wir können den ausschlapfen? Ja. Dann kann ich mir doch ins Zimmer stehen. Ach, der wird wieder. Wirklich, im Ernst, wir kaufen dir... Der wird wieder. Der ist doch tot. Oh, guck mal so, wenn man ihn ein bisschen aufpumpt oder so und die Haare nach vorne bürstet, hat doch kein Mensch was. Verstehst du? Das ist keine Lösung. Ich will ein Ding! Nein! Warum? Schreien ist keine Lösung, Attila, ehrlich. Wirklich. Aber es ist gut, dass du deinen Zorn ein bisschen rausbrüllst. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ja? Wie wär's mit Goldfischen? Mir geht's schon viel besser. Ja. Goldfische sind keine schlechte Idee. Oder? Ja. Das ist eine gute Idee sogar. Na gut, wir gehen jetzt alle zusammen in den Goldfisch an. Ja, los! Ja! Danke, Helmut Zerlin!
Dankeschön.